Und im Paradies sprachen Gott und Adam noch direkt miteinander. Adam konnte also jederzeit sich an Gott wenden und konnte mit Gott sprechen und Gott antwortete unmittelbar. Mit dem Verlust des Paradieses endete diese unmittelbare Kommunikation. Zu Abimelech, einem frühen Nachkommen von Adam, spricht Gott nur noch im Traum. Zu Jakob, einem späteren Nachfahren von Adam, spricht nur noch ein Engel im Traum. Josef, der Sohn von Jakob, hat nur noch Träume, die er sich selber deuten muss. Und der ägyptische Pharao hat dann einen Traum, den er zwar weiß, aber nicht mehr deuten kann. Und wir? Wir wissen nicht einmal mehr unseren Traum. Und wenn überhaupt, wissen wir nichts damit anzufangen. Das zeigt ungefähr Involution. Wir haben den Zugang.